Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von die nervigsten Dinge in Food Champions, die jeder kennt. Wir haben heute wieder einige Sachen am Start. Die letzte Episode ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Ich möchte mich für das positive Feedback bedanken und hoffe, dass ihr auch heute wieder einen Daumen nach oben da lasst. Es wäre eine großartige Unterstützung und ich würde mich tierisch darüber freuen. Auch hier natürlich wieder kein Vorwurf an, zumindest bei den meisten Dingen, euch, wenn ihr diese Sachen macht. Allerdings, nichtsdestotrotz kann man sich als Gegner immer darüber aufregen und ich denke mal, in der Position würde jeder von euch auch schon mal gewesen sein. Ohne weiteres Rumgeschnacke, starten wir direkt durch mit der ersten Sache. Nummer 1 für diese Episode, Super Subs. Wir hatten bereits in der letzten Episode das Ändern der Formation, ihr erinnert euch eventuell, aber meistens bleibt es ja nicht dabei. Es werden meistens Spieler eingewechselt, die keine Chemie haben, aber durchaus Alpines. Im schlimmsten Fall sind es dann genau diese Spieler, die das Spiel entscheiden. Das kommt oft vor, weil diese Spieler halt stark sind und es gibt immer wieder neue Lieblings-Supersubs. Das heißt, wenn man mit dem einen langsam klarkommt, ja, oder irgendwie eine Möglichkeit gefunden, den auszuschalten, dann ist schon wieder ein neuer da. Je nachdem, was so das Team of the Week oder die Squad-Building-Challenge hergeben. Ja, ich denke aber gegen Pirlo, Zaha und vor allem Irving Lozano werden die meisten schon mal gespielt und ihre Probleme gehabt haben. Ziemlich nervige Geschichte. Während man quasi die Uhr dann erstellen kann, dass der Gegner einen dieser Spieler aufs Feld bringt, kann man das beim eigenen Wechseln teilweise nicht. Zwar ist EAs Idee, die Pausen nur in bestimmten Situationen, also wenn der Ball im Aus ist oder bei Standards, zuzulassen, keine schlechte, aber teilweise nervt das einfach nur, wenn man nur 20 Ingame-Minuten nicht den Wechsel oder die taktische Änderung vornehmen kann. Einfach weil der Ball nicht ins Aus geht. Man kommt gar nicht in den Bildschirm rein. Man hat keine Gelegenheit. Man kann ja auch nicht mit R2 irgendwie den Wechsel vornehmen. Es geht einfach nicht. Und das ist wirklich bitter. Man will den Ball auch nicht einfach rausbolzen, weil das bringt dann den Gegner in Ballbesitz. Das ist wirklich kacke. Und das ist ärgerlich, wenn man halt eben beispielsweise einen Spieler hat, der keine Fitness mehr hat. Oder wenn man einen Spieler hat, der einfach nicht funktioniert in dem Spiel. Dann will man wechseln. Kann man aber nicht. Das ist eine extrem ärgerliche Situation. Vor allem, wenn man den Gegner, wie gesagt, den Ball nicht geben möchte. In der Weekend League kann das nämlich ernste Konsequenzen haben. Es könnte eigentlich leicht behoben werden, aber ob ihr das macht, man weiß es nicht. Apropos warten, Mensch, heute habe ich es mit den Zeitüberleitungen, oder? Also das ist wirklich stark. Warten muss man auch oft darauf, dass die eigenen Spieler endlich ihre Chancen nutzen. Haben wir im letzten Part auch gehabt. Es gibt Spiele, wo man machen kann, was man will. Die zuverlässigsten Spieler, sei es ein Crespo, sei es ein Mbappé, sei es ein Gabriel Jesus, um mal meine Dreierreihe offensiv aufzulisten, die Spieler versagen. Ja, aber dem ist nicht so, wenn das Spiel entweder entschieden ist oder die Nachspielzeit läuft. Allgemein, die 90. und die 45. Minute, das sind die längsten Minuten im Spiel und jeder kennt es. Es fallen da immer Tore oder es gibt immer irgendwas, was da passiert. Das ist einfach so, das ist seit Jahren Gesetz. Aber es sind auch die torreichsten in ganz FIFA, wenn es darauf ankommt, dass halt eben nichts mehr darauf ankommt. Ja, also es ist so, du liegst 2:4 zurück. Dein Spieler trifft das ganze Spiel aber nicht. 90. Minute, plötzlich funktioniert. Richtig geil. Wenn es nur ein Anschlusstreffer ist, er macht es. Danke für nichts. Absolut ernüchternd. Wie Gegentore in der 90. Minute allgemein. Ernüchternd ist es für viele Spieler auch jedes Mal wieder, nach einer aussichtsreichen Weekend League doch nicht den angestrebten Rang zu erreichen. So wie bei mir letzte Woche. Ich war mir hundertprozentig sicher, ich schaffe 25 Siege, ich schaffe Gold 1. Im Endeffekt ist das Ganze dann nichts geworden und zwar relativ deutlich. Man spielt das Gameplay seines Lebens, die Weekend League, die läuft, das funktioniert alles wunderbar, die Spieler funktionieren, alles ist super. Und dann geht alles den Bach runter. Bei mir von 18:11 auf 21:19, also 3:8 in den letzten 11 Spielen. Wenn das nicht stark ist, dann weiß ich auch nicht. Oder einfach Pech in den wichtigen Spielen. Ja? Wenn man beispielsweise jetzt irgendwie kurz vor Elite ist, und ich denke mal Elite, dabei ist es am bekanntesten, aber allgemein bei den nächsten Rängen, wenn es Gold 1 ist, wenn es Gold 2 ist, da haben die Spieler ihre Struggles. Dieses Phänomen, was vor allem bei Elite-Rängen halt sehr ärgerlich ist, ist ein Running Gag in der FIFA-Szene. Ich denke mal, das sollten wir mittlerweile alle schon kennen und ist allgemein als Choken bekannt. Welch schöner Begriff dafür. Choken. Gerade weil ich mich jedes Mal nach so einer Loose Streak jedes Mal fühle wie nach einem Chokeslam. Wo wir gerade bei Chokeslam sind, wie fändet ihr es, wenn jemand von der Größe Rey Mysterios das machen würde mit euch? Komisch, oder? Also ich weiß nicht, wie groß ihr seid, aber ich fände das ziemlich, ziemlich komisch. Ich persönlich finde es aber auch merkwürdig, wenn Spieler Sachen in Foot machen, die sie gar nicht können dürften. Also ich meine, klar, einige Spieler sind stärker, als sie eigentlich sein sollten von den Werten her. Beispielsweise, oh hallo, hier Irving Lozano. Aber warum haut ein Matuidi, französischer Sechser von Juventus, ihr kennt ihn eventuell, so ein Tor mit seinem rechten Fuß raus? Matuidi, mit rechts. Hallo, ich denke, mehr Erklärung braucht dieses nervige Feature nicht.
jeder sollte das kennen und ich denke auch, jeder sollte es jetzt verstanden haben. Und zu guter Letzt noch etwas, was viele YouTuber ganz besonders gut können. Nicht zwingend in FIFA, aber Zeitspiel, ganz ehrlich, das haben wir doch alle irgendwie drauf, oder? Wir bringen schon die Videos auf 10 Minuten. Keine Sorge, kein Problem, die Werbung wird geschaltet. Nein, keine Sorge, ist nichts Verwerfliches bei, man muss für die Arbeit auch irgendwo entlohnt werden, so mache ich das gar nicht. Aber in FIFA ist Zeitspiel so ziemlich das Ekelhafteste, was es gibt. Also klar gibt's das auch in echt, keine Frage. So, es gibt Leute, die zur Eckfahne laufen, es gibt Leute, die sich theatralisch auf den Boden fallen lassen bei jeder Situation, irgendwie Zeitschinden, Torhüter, die die Stollen gegen den Pfosten schlagen, um die Schuhe zu säubern, das gibt es. Aber das ist nicht so effektiv und penetrant wie Ingame. Und gerade in der Weekend League kann einem das den letzten Nerv rauben. Ich verstehe nicht, wie man so ehrenlos sein kann. Also ich meine ganz ehrlich, selbst wenn man den Sieg dringend braucht, das Karma-Konto sollte danach mal sowas von leer gefegt werden. Das ist nicht mehr feierlich. Apropos Konto leer fegen, das sollten eure auch beim Team of the Year. Viel Erfolg beim Packs ziehen. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, IG Vault ist in der Videobeschreibung mein Ansprechpartner für die günstigsten Coins. Mit dem Code MaxGamingTV bekommt ihr 6% Rabatt. Ich danke euch schon mal im Voraus. Aber denkt dran, es ist nur Team of the Year. Es ist nur ein Spiel, das es nur für ein Jahr gibt, FIFA 18. Und die Chance, ein Team of the Year-Spieler zu ziehen, ist so gering wie beim Glücksspiel. Allgemeines Packs ziehen, Glücksspiel. Aber darüber haben wir schon mal geredet. Ich gönne es trotzdem jedem von euch da draußen, einen Spieler zu ziehen, der halt euch eben reich macht in Ultimate Team. Das war's von dieser Episode der nervigsten Dinge in FUT-Champs, die jeder kennt. Wenn ihr weitere Ideen habt oder weitere Kommentare und Vorschläge für die nächste Episode, wenn es noch eine geben sollte, ballert sie mir gerne in die Kommentare. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Viel Spaß und viel Erfolg in der Weekend League. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.